Hier sehen Sie einige 3D-gedruckte Hilfswerkzeuge, die wir bei uns in der Fahrzeugproduktion im Einsatz haben. Mein Name ist Sascha Holl. Ich arbeite im technischen Entwicklungszentrum von Opel in Rüsselsheim. Opel ist der drittgrößte Automobilhersteller in Europa. Zusammen mit Vauxhall wurden 2014 über 1 Million Autos verkauft. Hier bei Opel nutzen wir 3D-gedruckte Werkzeuge unter anderem zum Anbringen der Schwellerverkleidung, des Dachspoilers oder auch zum Positionieren des Adam-Schriftzuges auf der hinteren Seitenscheibe und für die Montage des Glasdachs vom Adam. Im Hintergrund sehen Sie die Montage des Dachmoduls. Einmal das Faltdach, einmal das Glasdach, wo wir mit 3D-Hilfsmitteln die Position des Daches am Fahrzeug bestimmen. Die Nutzung von 3D-gedruckten Werkzeugen der Firma Stratasys gibt uns die Möglichkeit, den Mitarbeiter an der Linie in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Dadurch, dass er sich die Konzepte, Designs anschauen kann und seinen Erfahrungsschatz mit in das Produkt einfließen lassen kann. Durch die Anwendung von 3D-Druck sind wir in der Lage, die Entwicklungszeiten für neue Werkzeuge extrem zu verkürzen. In der frühen Prototypphase eines Fahrzeuges können wir innerhalb eines Tages ein Werkzeug neu konstruieren, über Nacht ausdrucken, sodass es am nächsten Tag schon für die Werker zur Verfügung steht. Durch die Anwendung von 3D-Druck haben wir nicht nur erhebliche Zeitersparnis, sondern auch erhebliche Kostenersparnis. Bei den Fertigungshilfsmitteln sind wir in der Lage, zwischen 10 sogar bis zu 90% Kosteneinsparungen zu erzielen. Und außerdem sind wir in der Lage, die Werkzeuge viel individueller zu gestalten, weil wir durch den 3D-Drucker in der Lage sind, alle möglichen Formen und Konturen herzustellen, sodass wir das Werkzeug viel besser auf den Werker und auch auf das Fahrzeug anpassen können. 3D-gedruckte Werkzeuge von der Firma Stratasys ermöglichen es meinem Team, optimale und bedarfsgerechte Lösungen zu finden und zu implementieren. Aktuell werden 3D-gedruckte Montagehilfsmittel aber nicht nur bei Opel in Europa eingesetzt, sondern weltweit in allen GM-Werken.